Ja, hallo, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Dominik Michalkiewicz. Ich bin auch Einwohner der Stadt Brandenburg und Sprecher des Bündnis für Frieden Brandenburg. Und ich habe eine Frage an den Herrn Oberbürgermeister bezüglich der Initiative Mayors for Peace. Die Stadt Brandenburg und Sie als Oberbürgermeister sind ja Teil dieser internationalen Friedensinitiative Bürgermeister für den Frieden. Und das begrüße ich auch außerordentlich. Wir waren ja auch als Bündnis anwesend bei der diesjährigen Flaggenhissung der Mayors for Peace Flagge am Rathaus. Leider war sie dann schon nach circa einer Woche dann abgehängt. Das fanden wir nicht so schön. Ich meine, die Ukraine-Flagge hängt die ganze Zeit hier. In Wismar hängt beispielsweise die Mayors for Peace Flagge ganzjährig. Und dahingehend auch meine Frage für das Jahr 2024, für das kommende Jahr: Was haben Sie konkret geplant hinsichtlich der Initiative Mayors for Peace? Also wäre da vielleicht tatsächlich eine ganzjährige Flaggenhissung als Symbol möglich, oder auch, was beispielsweise die jetzt auf Eis gelegte Städtepartnerschaft mit Magnitogorsk angeht? Da wird ja der 35. Jahrestag nächstes Jahr begangen. Ist zumindest, ich verstehe, dass es auf der politischen Ebene möglicherweise nicht geht, aber zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene irgendwie geplant, als Zeichen des Friedens auch dieses Jubiläum zu ehren. Dankeschön. Ja, bitteschön, Herr Scheller. Also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, es findet ja regelmäßig auch unter den Mitgliedstaaten der Initiative Mayors for Peace ein Treffen statt. Das hängt natürlich auch immer davon ab, inwieweit eine Teilnahme möglich ist, welche anderen Termine tatsächlich zu bewältigen sind. Ich kann mich erinnern, dass die letzten Termine eigentlich immer an der Stelle sehr schwierig wahrnehmbar gewesen sind, aber wir hatten natürlich immer auch die entsprechenden Dinge, die dort diskutiert wurden, Kommuniqués, die da verabschiedet wurden, verfolgt. Ansonsten ist das so, dass wir uns auch an den regelmäßig von den Mitgliedstaaten vereinbarten Terminen zum Hissen der Flagge beteiligen. Allerdings ist das aus meiner Sicht nicht in der Erwartung dieses Gremiums, im Gegensatz offenbar zu Ihrer, dass diese Fahne dort das ganze Jahr hängt. Ich kann gerne Thomas Bayer, wenn ich den das nächste Mal frage, das ist der Bürgermeister von Wismar, fragen, ob das tatsächlich so ist. Mir ist das jedenfalls nicht bekannt, aber ich will das auch nicht in Abrede stellen, dass Sie da recht haben, dass in Wismar die Flagge dort das ganze Jahr gehisst ist. Aber ich sehe das jetzt auch nicht als ein zwingend notwendiges Beispiel, dem in Brandenburg an der Havel zu folgen. Ansonsten zur Städtepartnerschaft mit Magnitogorsk hatte ich ja hier auch der Stadtverordnetenversammlung gegenüber berichtet, dass wir da im Zusammenhang mit unserer Reaktion nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ein sehr unschönes Antwortschreiben aus Magnitogorsk von Sergei Bertnikow bekommen haben, infolgedessen wir zumindest mal in der Verwaltung entschieden hatten, und das wird ja von der Stadtverordnetenversammlung zum Großteil auch mitgetragen, diese Städtepartnerschaft ruhen zu lassen. Solange wie dieser Krieg andauert, ist aus meiner Sicht auch keine andere Entscheidung zu treffen. Also ich würde dort Jubiläum hinterher keine weiteren Aktivitäten in Richtung Magnitogorsk entfalten. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Sie haben ja in Ihrem Vortrag gerade auch ein bisschen Bezug genommen auf die bundespolitische Lage und auch auf die Geldfrage natürlich, dass auch den Kommunen und auch der Stadt Brandenburg sicherlich das Geld fehlt. Und es ist doch so, zumindest aus meiner Sicht, dass mittlerweile ein Sparkurs gefahren wird, fast auf alles, also auf Soziales, Bildung, Infrastruktur, außer beim Militär und bei den Ukraine-Hilfen. Und für Kommunen, bei der Bildung und bei der Infrastruktur bleibt leider nicht so viel übrig. Das ist ja auch die Erwartung leider fürs nächste Jahr.
Und die Stadt Brandenburg hat ja natürlich als kreisfreie Stadt auch im Rahmen des Deutschen Städtetags eine Möglichkeit, zumindest insofern zu versuchen, Einfluss auf die Bundespolitik zu nehmen. Und inwiefern möchten Sie sich im Rahmen des Deutschen Städtetages dafür stark machen, dass sich das eben ändert, dass sich die Prioritäten verändern? Genau. Ansonsten wünsche ich allen auch im Namen des Bündnis für Frieden noch schöne Weihnachtstage und guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Also ich bin jetzt nicht für den Bundeshaushalt verantwortlich und habe auch keine Zuständigkeit für die im Bundeshaushalt vorgesehenen Verteidigungsausgaben oder Ausgaben für die Bundeswehr. Als Staatsbürger kann ich Ihnen sagen, finde ich das aber richtig, wenn die Bundesrepublik ein höheres Ziel von Ausgaben für Verteidigung und für die Bundeswehr anstrebt und das auch realisiert, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein wirksamer Schutz und eine wirksame Maßnahme für Frieden ist, wenn es eine entsprechende auch militärische Abschreckung gibt, die hilft, dass in Europa Frieden bleibt. Wir sehen im Moment, wenn sich jemand ganz stark fühlt gegenüber einem anderen, Russland gegenüber Ukraine, zu welchen verheerenden Auswirkungen das führen kann. Ich möchte nicht, dass das unserem Land oder irgendwelchen Nachbarstaaten innerhalb der NATO widerfährt. Und insofern finde ich es auch wichtig, Teile des Staatshaushaltes für militärische Verteidigung auszugeben. Ansonsten ist es so, dass ich selber Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages bin und auch Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Städtetages. Ich nehme wahr, dass der Bund an der Stelle, deswegen habe ich das vorhin auch angesprochen, überhaupt nichts tut, um die Krankenhausfinanzierung abzusichern. Aus meiner Sicht ein riesengroßes Dilemma, vor dem wir da stehen, ist aus meiner Sicht auch eine Situation, die für Patientinnen und Patienten äußerst schwierig werden könnte. Wir sehen ja tatsächlich, welche Unruhe im Moment in der Krankenhauslandschaft besteht, welche Proteste von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ausgehen, wie schlimm die Situation teilweise offenbar auch bei den Apothekern ist. Und da wünsche ich mir natürlich, dass man auch an der Stelle diese Notwendigkeit erkennt und dort entsprechend finanzielle Mittel einsetzt. Ich strebe nicht nach der Bundespolitik und ich bringe mich da wirklich nur im Rahmen der kommunalen Spitzenverbände mit ein und kann an der Stelle aber feststellen, dass leider viele, viele von diesen kommunalen Forderungen in Richtung Bund nicht erhört werden. Also wenn Sie das hier nochmal ansprechen und das gerne auch medial hier bei uns aufgegriffen wird, finde ich das wirklich sehr gut, weil insbesondere aus meiner Sicht die Krankenhausfinanzierung ein Thema ist, wo der Bund endlich Maßnahmen ergreifen muss, dass wir nicht noch schlimmeren Zeiten entgegengehen.